George, mir wird sofort klar, dass diese Bastarde meinen George ihrem Tezcatlipoca als Opfer darbringen wollen. Nur über meine Leiche. Na toll. So. Wenn ich mal die Kontrolle hätte, könnte ich vielleicht auch was probieren. Zum Glück ist George der Einzige, der mich bemerkt hat. Wo sind Sie? Die Sonnenfinsternis geht gleich los. Nur Geduld. Ihre Mutter wird gleich hier sein und Karsa kommt bestimmt kurz nach ihr. Kümmern Sie sich nur um den Yankee und überlassen Sie die Sorgen anderen Leuten. Mach Platz, Raoul. Diese Verrückten wollen George opfern. Schnauze, Stobbart. Halt einfach die Schnauze. Immer mit der Ruhe. Der kann nur noch zahnlos bellen. Hey, Raoul. Warum tust du uns nicht beiden einen Gefallen und erschießt Pablo? Du bist sehr lustig, Stobbart. Ich habe Marseille noch nicht vergessen. Wenn Karsak dir gleich das Herz rausschneidet, dann bin ich es, der als Letzter lacht. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige hier, der heute noch geopfert werden soll. Was, Raoul? Ich warne dich. Raoul ist ein nervliches Wrack. Ich hoffe nur, George provoziert ihn nicht zu sehr. Ach, Jemini. So, wir haben einen Munitionsgurt, wir haben Kisten und wir haben den Pablo. Hier haben wir nochmal den Aufzug und können nach unten gehen. Den Opfertisch, den George können wir nicht auswählen, aber wir haben noch den General. Ja, wir speichern erstmal. Ich bin jetzt hier in dem Spiel schon so oft gestorben, dass ich, inzwischen immer so wirklich Bock habe, hier nochmal unnötig zu verrecken. So, wir krallen uns jetzt als erstes mal den Munitionsgurt. Ich habe nur noch keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Das ist Munition. Ja, Hallo? Munitionsgurt mit Metallzylinder. Das bringt's nicht. Na gut, man kann's ja mal ausprobieren. Ich hätte jetzt gesagt, wir stopfen die Patronen hier rein und... ja. Bauen uns damit eine eigene Waffe, aber das ist zu... wie soll ich sagen? Das ist zu brutal für dieses Spiel. Auch wenn wir jetzt hier schon zigtausendmal gestorben sind. Was haben wir denn noch? Da stehen ein paar verschlossene Kisten und Fässer. Nichts davon sieht irgendwie hilfreich aus. Ja, das einzige Hilfreiche haben wir ja schon eingesackt. Hier geht's nach unten, aber ich glaube, da wollen wir nicht hin. Oder? Ach komm, wir haben gespeichert, da passiert nichts. Ich riskiere doch nicht gefangen zu werden, indem ich die Treppe wieder runtergehe. Na gut, na gut, na gut. Dann schauen wir uns mal den Pablo an. Das ist Pablo, von Beruf Sadist und Karsaks rechte Hand. Und Mon General. General Raoul Grasiento. Wenn ich Karsak richtig einschätze, gebe ich für Raouls Zukunft keinen Pfifferling, sobald Karsak ihn nicht mehr braucht. Und wir haben den Opfertisch, auf dem unser lieber George liegt. Ein steinerner Altar. Ich frage mich, wie viele arme Opfer hier im Laufe der Jahrhunderte ihr Leben und ihr Herz verloren haben. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas tun können. Karsak und seine Lieblingsratte haben George auf den Opfertisch gefesselt. Ich muss mir schnell einen Plan ausdenken, oder er ist so gut wie tot. Können wir mit denen reden? Moment, hier ist noch ein Weihrauchtopf. Es riecht nach Kupfer, wie Blut. Der ganze Platz stinkt wie ein Schlachthaus. Ich komme nicht ungesehen an den Topf heran. Können wir den Munitionsgurt da reinschmeißen? Das ist saugefährlich, aber es könnte vielleicht was bringen. Ich kann den Gurt nicht ins Feuer werfen, ohne dass Pablo mich sieht. Das heißt, wir müssen zuerst den Pablo loswerden, irgendwie. Wenn Pablo mich gesehen hätte, dann hätte er mich auch getötet. So einfach ist das. Können wir den vielleicht irgendwie einfach diesen da machen? Wenn Pablo mich gesehen hätte... Na gut, oder wir reden mit unserem lieben General. Ich könnte den General vielleicht sogar überzeugen, wenn Pablo nicht in der Nähe wäre. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, den irgendwie auszuknipsen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie. Vielleicht mag er ja Schokolade. Wenn Pablo mich gesehen... Ja, ist gut. Hm.
Ja, können wir damit vielleicht irgendwie uns... Ich komme nicht Ja, da kommen wir nicht hin, ich weiß. Die Kisten und Fässer sind verschlossen. Ich habe keine Chance, da hineinzukommen. Wir haben hier irgendetwas entweder übersehen oder wir gehen es nochmal runter. Können wir jetzt einfach so hoch? Nee. Ah, wahrscheinlich brauchen wir, wenn wir von hier den Metallzylinder vergessen hätten. Da wir den aber haben, müssen wir eigentlich da oben auf jeden Fall weiterkommen. Irgendwie. Ich will ihn nichts. Ah, das funktioniert so. Sehr schön. Ach, Ajemini. Ich habe schon gedacht, ich müsste ihn die ganze Zeit jetzt wieder hier bequatschen. So, was können wir denn jetzt machen? Mich wundert es immer noch, dass die beiden da den Indio, wenn er dann hier hinten hochgekraxelt ist, nicht gesehen haben. So, für irgendetwas brauchen wir dieses Rohr. Es hat ein Innengewinde. Ein kleines, zylindrisches Gehäuse mit Innengewinde. Ich frag mich, warum sie das so konkret sagen. Können wir das mit irgendetwas benutzen? Nun, da fällt mir bestimmt noch was Besseres ein. Vielleicht die Unterhose reinstopfen. Das bringt's nicht. Ja, ist gut, ist gut. Wenn wir ein Blasrohr hätten, also wenn wir den Blasrohrpfeil noch hätten, wäre das Ganze ja recht einfacher. Für was brauchen wir denn die Sonnenbrille? Wie sollen wir die einstecken? Das ist Georges Sonnenbrille. Ich kann den Gurt nicht ins Feuer werfen, ohne dass Pablo mich sieht. Ja, irgendwas müssen wir mit dem hier machen, aber ich weiß noch nicht, was. In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin. Können wir die einfach dem über den Schädel kloppen? Wenn Pablo mich gesehen hätte, dann hätte er mich auch getötet. So einfach ist das. Wenn Pablo mich gesehen hätte... Ja, ist gut. Wir hätten den kleinen Indio vielleicht fragen können, ob der noch ein paar Pfeile da hat. Aber... Ach, ich weiß nicht. Können wir den da rein? Glaube ich nicht. Ja, ich glaub's inzwischen auch nicht. Was haben wir denn noch alles dabei? Im Moment geht's eigentlich nur um den verfluchten Pablo. Wenn Pablo mich... Ja, ist gut, ist gut. Können wir die mit der... Nun, da fällt mir bestimmt... Ja, ich habe jetzt so langsam aber sicher keine Idee mehr, was wir hier noch machen sollen. Es riecht nach Kupfer. Ich komme nicht ungesehen... Hier ist nichts, hier ist auch nichts, hier geht's nur noch nach unten, da geht's nur noch nach unten und... Ja, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Optionen. Vielleicht kann der uns ja tatsächlich irgendwie helfen. Das will er doch bestimmt nicht. Ach, Moment. Hier ist Treibstoff. Können wir den vielleicht mit dem hohlen Rohr einfach auf... na gut, war so eine Idee. Und wenn wir die Unterhose in den Treibstoff tränken, geht auch nicht...
Das Benzin aus der durchtrennten Leitung hat eine Pfütze gebildet. Wir brauchen Feuer. Wir müssen irgendwie an Feuer kommen. Der Dolch aus Obsidian, den ich mir im Britischen Museum ausgeborgt habe. Ich schätze, den muss ich zurückgeben, wenn all das hier vorbei ist. Ein kleines, zylindrisches Gehäuse. Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass man die miteinander benutzen kann und bekommt hier dann, Dingens raus. Kann hier Feuer machen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Der Schlüssel zur... wenn nicht, versuchen wir nur mal mit denen da vorne zu reden. Vielleicht bringt's ja was. Hier kommen wir nicht mehr entlang. Das ist der Wachmann. Das sind alles Wachmänner. Und hier hoch dürfen wir nicht. Ja, was... Hier ist eine Fackel. Am Fuß der Treppe steht eine unangezündete Fackel. Können wir mit der irgendwas machen? Nein, 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 nein. Und die jetzt hier unten im Treibstoff reiben. Geht nicht. Wir müssen irgendwie Feuer kriegen. Ach. Können wir die auf die Fackel packen? Warum auch? Vielleicht hat er ja Feuer. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren, indem ich die Wachen nochmal anquatsche. Na gut, na gut, na gut. Wir brauchen Feuer. Oder können wir den Munitionsgurt mit der Fackel benutzen? Warum auch? Oh, verdammter Mist, verdammter Mist, verdammter Mist. Ich glaube, wir spielen jetzt inzwischen schon wieder in nur dieser Session seit anderthalb Stunden. Ja, der Munitionsgurt gibt nochmal 1%. Ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns, ja, in der nächsten Aufnahme wieder, in der wir dann hoffentlich das Spiel endlich beenden können. Im Moment bin ich ein bisschen ratlos, aber das gibt sich ja gewöhnlich relativ fix. Und ja, deshalb sage ich es einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann versuchen, in die Maya-Pyramide irgendwie reinzukommen und zu verhindern, dass der Tezcatlipoca hier wieder die Macht an sich reißt. Ja, bis dann zum nächsten Mal, wenn wir wieder bei Baphomets Fluch 2 sind. Tschüssi!